Thema bei der Tagung ist Covid-19 und die Verfassung, der demokratische Rechtsstaat in Krisenzeiten. Und das Thema wird beleuchtet von koreanischen und deutschen Experten, Rechtswissenschaftlern in dem Fall und auch ein paar Politikwissenschaftlern. Es geht zum Beispiel um das Thema Covid-19 und Grundrechte. Mein Thema ist Covid-19 und die Gewaltenteilung. Letzten Monat, am 19. Oktober, schrieb der Präsident des Deutschen Bundestages, Dr. Wolfgang Schäuble, einen Brief an die Vorsitzenden der Fraktionen im Deutschen Bundestag. Darin mahnte er an, dass, Zitat, der Bundestag seine Rolle als Gesetzgeber und öffentliches Forum deutlich machen muss, um den Eindruck zu vermeiden, Pandemiebekämpfung sei ausschließlich Sache von Exekutive und Judikative. Also ganz ursprünglich vor 3, 4 Jahren bin ich eingeladen worden zu einer Vortragsreihe an die Korea-Universität in Seoul. Das war unterstützt, wie auch diese Tagung von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und das besondere Interesse war die Verbindung von meinem Hauptfach hier, Verfassung und politischer Bildung.